Also wir haben die Meldung gekriegt, VU-LKW, eine Person eingeklemmt. Beim Eintreffen der Einsatzstelle war er hier auf ca. knapp 80 Meter die Leitplanke niedergewalzt und der LKW ist dann auf die Lärmschutzwand aufgeprallt. Beim Eintreffen saß der Fahrer noch im Führerhaus, war dann soweit ansprechbar und konnte dann eigentlich fast leicht verletzt aussteigen. Zur Geschwindigkeit kann ich nichts sagen, ich kann Ihnen nur das sagen, so vorkommt, der LKW steht schräg in der Böschung drin, drohte umzustürzen, wir haben ihn jetzt angeschlagen mit der Seilwinde. Abschlepper wurde jetzt verständigt, wir werden zusammen mit dem Abschlepper die Bergung durchführen. Also der LKW muss rausgehen, der Abschlepper kommt mit dem Kranwagen, hebt den LKW raus, wir sichern so lange noch mit der Seilwinde. Dann muss der LKW abgeschleppt werden und die Fahrbahn gereinigt.
Erdhimmel fährt durch.